Hör auf, so zu tun, als würdest du zweimal leben. Der ausschlaggebende Punkt war definitiv der Tod von meiner Mama. Da habe ich gewusst, ich will auch ähnliche Dinge machen, wie meine Mama gemacht hat. Meine Mama war zwar in der Gesundheitsbranche, aber das vorgelebt zu sehen, in der Familie waren auch viele Selbstständige, wo ich mir gedacht habe, ja, durch den Tod, Marina, du willst nicht lange drauf warten, sondern du willst jetzt schon mit diesem Leben starten und jetzt schon losgehen dafür. Selbst wenn es jetzt nächste Woche vorbei ist mit meinem Leben, Marina, mach das, wo du richtig viel Spaß und richtig viel Freude und das, was einfach, wo dein Herz dir aufgeht. Und das ist halt, ja, danach bin ich gegangen. Also ich habe immer schon gern so ein bisschen fotografiert. Und richtig angefangen hat es dann, wo ich mir meine Kamera gekauft habe. Dann bin ich in meinen Wald gefahren oder irgendwo halt in Wiesen oder Felder, habe die Kamera dahin gestellt auf ein Stativ und habe mich selbst porträtiert. Und bin eigentlich dazu so ein bisschen in dieses, ja, in diese Fotografie eigentlich mit reingerutscht, weil ich halt schon so viel Bock hatte, mich selber zu fotografieren. Mich erfüllt am meisten, wenn die Menschen genauso herzoffen sind wie ich oder sich in diese Herzoffenheit mit reinfallen lassen. Und ich dann halt mit meinem Lachen und mit dieser Leichtigkeit und sowas, die aus dem Verstand rauskriege, sodass sie selbst auch lachen und dieses Spiegel und ich deswegen halt einfach diese Momente oder diese schönen Fotos so einfangen kann. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das, was ich tue, auch Menschen Power und Energie gibt. Also ich habe definitiv jemanden an meiner Seite gebraucht, der mir aufzeigt, du kannst es, schau mal, was du da alles machst und wie viel Wertigkeit das hat. Das heißt, ich habe es für mein Leben angewendet und irgendwann ist es natürlich so, dass es gespiegelt wird oder einfach auch in Resonanz mit anderen geht, weil sie halt merken, ach krass, die lebt so danach. Stimmt, die hat eigentlich recht, es wird Zeit für mich, vielleicht das auch zu machen. Fotografie war da einerseits ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann die Menschen auf eine andere Art und Weise erreichen. Zudem habe ich es natürlich damals bei meinen Mentoren gesehen, dass sie Coachings gegeben haben oder Workshops oder Seminare. Und da dann einfach mal ins kalte Wasser zu springen, um die Menschen zu begleiten, zu zeigen, denen kann ich helfen, die kann ich unterstützen, dann sind es die schönsten Momente. Die Menschen wissen ja meistens nicht, was sie da erwartet. Also man weiß ja vorher nicht, wie man sich dann verändert oder was da halt passiert. Und sich dann natürlich darauf einzulassen, ist halt natürlich der erste Schritt, ins Risiko zu gehen und mutig zu sein. Die meisten Menschen wissen noch nicht genau, was sie wollen, aber sie wissen, sie brauchen Veränderung. Sie möchten gern ein leichteres Leben haben. So, ich sag dann immer nur, ganz ehrlich, wenn dein Herz diesen Ruf gerade oder wenn dein Herz gerade spürt, hey, ich gehe damit in Resonanz, ich will auch so ein Leben führen, ich möchte auch dafür mich selber losgehen, ich will auch mutig sein, ich will glücklich sein, ich will zufrieden sein und das aus mir raus, egal wo ich bin, möchte ich abgegrenzt sein. Irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, so und jetzt ist es an der Zeit für mich etwas zu tun. Mir zu sagen, hey, wer will ich denn in diesem Leben sein? Wer bin ich denn überhaupt? Und dann denke ich mir, ja gut, dann kommst du halt zu mir. Ich sage es immer wieder, wenn meine Mama nicht gestorben wäre, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Das hat mich so groß gemacht, das hat mich so in die Veränderung gebracht. Muss ich schon sagen, ich bin ihr sehr dankbar, dass sie den Weg für sich selber so gegangen ist. Dass sie gesagt hat, Kinder, ich will nicht mehr. Ich gehe jetzt. Und ihr könnt es auch ohne mich. Ich vertraue euch da und ihr macht es auf jeden Fall. Und das war einfach das Schöne zu wissen, egal was du tust, deine Mama ist eh stolz.
Weil das Letzte, was sie zu mir gesagt hat, ist, dass sie stolz auf mich ist.